Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Plague Tale. Ich muss sagen, ich war hinten jetzt nochmal in dem Haus gewesen. Also, was ich letzte Folge gesagt hatte, da hinten, wenn wir da hinten durchgehen, bin ich jetzt gewesen. Habe ich jetzt leider nicht mit aufgezeichnet, weil, ich bin da bestimmt, keine Ahnung, 7, 8, 9 Mal gestorben und das wollte ich halt nicht mit aufnehmen, weil das wäre die ganze Folge nur gewesen, wo man mich nur hätte sterben sehen und das wäre dann bestimmt langweilig gewesen. Und dann hatte ich dann sowieso dann beim letzten Mal, wo ich es dann geschafft hatte, schon dann noch vergessen, da schon die Aufnahme anzumachen. Und ja, deswegen bin ich jetzt wieder hier. Aber ich habe es hinten gemacht. Wir haben noch ein bisschen was dazu bekommen. Ich habe noch ein bisschen was gesammelt, so von diesen Seilen und sowas. Und von diesen. Und den, keine Ahnung, von diesen zweiten von oben da, dieser Kristall, keine Ahnung, was das jetzt ist. Da hatte ich jetzt noch was gehabt und ja. Leider haben wir unten nichts von diesem Werkzeugset da bekommen. Sehr schade, sonst hätten wir jetzt schon wieder was machen können, aber ist leider so. Ja, aber wie gesagt, habe ich jetzt, also ich bin hinten gewesen, aber ich habe es jetzt leider nicht mit aufgenommen. Ich hoffe, mir, das kann man mir verzeihen. Und ich glaube, ihr hättet das sowieso nicht sehen wollen, wenn Sie ich da... Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Wenn ich da 7, 8, 9 Mal oder keine Ahnung wie oft das war, ich hab das schon gar nicht mehr mitgezählt, sterbe. Wenn sich eine ganze Folge nur darum dreht, zu sehen, wie ich gestorben bin. Komm, ich helfe dir. Ja. Was ist da los? Genau, hätte der nicht früher kommen können. Da lassen die uns erst hier durch die ganzen 1000 Leute da durchwalzen. Und dann heißt es auf einmal Rückzug. Wollen die uns verarschen? Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren, wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Hier, Pfütze. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, okay, es war jetzt nicht eine Pfütze, es war ja schon ein richtiges Schlammloch. Sehr schön, jetzt geht's hier wieder los, oder was? Beruhige dich, es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Man muss halt auch wirklich immer gucken, ob hier irgendwo auf diesen Karten was liegen tut. Das ist echt Wahnsinn. Kommen Sie raus! Alles ist gut, solange wir Ihnen nicht zu nahe kommen. Wir brauchen Feuer! Wir müssen hier raus!
Hey, wie soll man da jetzt vorbeikommen, hä? Oh mein Gott. Oh nee, Leute, wie sollen wir jetzt da oben vorbeikommen? Ist doch easy. Na gut. Das war knapp. Nein. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ach, mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet, wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Nein, das muss doch aber auch stinken wie Hölle, oder? Das muss doch ekelhaft sein. Nein, das sind doch Tausende, oder? Die ja tot rumliegen. Das muss doch stinken wie... da kommen wir ja gerade gar nicht... Ach doch, hier kommen wir dann hoch. Okay. Ja, man muss ja wirklich halt immer gucken, dass man hier auch wirklich nichts vergessen tut. Das müssen wir hier... Gehen wir. Ja. Na gut. So, es nicht, jetzt müssen wir dahin. Los, nochmal. Na hey, hier. Hallo. Oh, ich wollte gerade sagen, brennt das doch an. Ihr kommt hier nicht dran. Hilf mir beim Schieben. Na gut. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Alter, geht das schwerfällig. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Jetzt mit diesen Lenken, das ist wirklich ein bisschen komisch gemacht. Das ist genau wie wenn man die Kisten ziehen tut oder so. Das ist ja genauso schwer. Also, es geht auch so schwer, wenn ich. Aha, geschafft. Und der bleibt genau auf der Schräge so stehen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Shh, Hugo. Aber. Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt haben wir endlich mal eins. Sehr schön. Aber trotzdem haben wir noch keine Werkbank. Oder Schöpfe zumindest. Wir finden jetzt hier eine Werkbank. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Ich hoffe, wir finden hier eine Werkbank, weil sonst wird es ziemlich eng hier drin. Jetzt, weil wir haben ja schon. Es ist so dunkel.
Vielleicht ist da unten ein Monster. Kann sein, dass da unten ein Monster ist. Huch! Was machst denn du hier, kleines Pony? Oh, hallo. Du lebst hier noch. Keine schöne Tut Nacht, um draußen zu sein, was? Freunde. Schweinchen! Das grunzt wie ein Schwein, ey. Ich geh kaputt. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. So, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier auch alles looten. Vorne war doch noch eine Tür, dann war jetzt hinten noch eine Tür und ein Fenster. Na, wir gucken mal, wir gehen erstmal hier. War das hier? Das war, glaube ich, hier, ne? Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Verschlossen. Verschlossen. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Dung. Mehrfach sei vorsichtig, ja. Gut. Bung. Kriegst das mit dir vor den Kopf geknallt. Guck mal. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Das könnte man ja eigentlich vielleicht wirklich machen, oder? Um bis zu 16, oder? Das heißt dann, es können bis zu 16 Dinger dann. Können wir halt mehr sammeln, ist halt irgendwo zum Vorteil, gell? Würde ich jetzt mal fast so sagen. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, oder bis zu 16 stand er da. Ja, egal, wir lassen das jetzt erstmal. Gut, jetzt haben wir so oder so gemacht, also jetzt können wir es eh nicht mehr umtauschen. Gibt ja leider keine Umtauschgarantie hier. So, jetzt müssen wir nochmal raus. Wir müssen noch das eine Ding davon holen. Wir müssen halt schon immer sehr viel zurücklassen. Das ist halt immer. Das finde ich halt dann immer ein bisschen doof, genau. Dass man sehr viel Zeug findet. Nee, das hat man. Dass man sehr viel Zeug findet und das dann am Ende gar nicht verwerten kann oder man kann es halt nicht mal mitnehmen. Wir müssen, wie gesagt, immer alles absuchen. Weil solange es kostenlos ist, muss es mitgenommen werden. Es muss mitgenommen werden. Wir wollen es ja hier nicht verkümmern lassen, oder? Er sieht da ganz schön mau hier drin aus, also das heißt, die sind ziemlich geizig. Keine tollen Gastgeber. Da brechen wir schon hier ein und nichts da, gell? Das ist. Müssen wir jetzt erst das da rein? Da rein? Wir gucken mal, wir entscheiden uns für Tür Nummer 1.
Nein. Wer seid ihr? Das war der Falsche. Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Okay. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Jetzt ist er frustriert, der Kleine. Ja, ja, lass es an der Scheune sein. Was sollen wir jetzt tun? Lebt er noch oder ist er jetzt kaputt? Ne, er lebt noch, er atmet noch. Sie sind hineingelassen. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Philosophie. Ich würde sogar sagen, ein ganzes Leben. Das Leben eines Alchemisten. Wirklich hübsch. Wir müssen die ablenken. Ach, oh, hier. Die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schön in Ordnung. Los. So. Oh, tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Oh. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Dankeschön. Boah, sei Peter schon wieder 16, ey. Ihr kommt hier nicht raus. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Das sei doof, gell? Man kann sich halt jetzt nicht rumdrehen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ja, etwas daneben. Hey, hau ab, du Brummo. Das ist das, was ich meine, gell? Die Steuerung, das haben sie
etwas verhauen, so. Mit dieser Lenkung, das ist so kacke. Hau doch mal ab. Mann. Oh, das. Nee, wir waren doch schon richtig. Mann, scheiße. Vorwärts, rumdrehen. Alter, das ist ja schlimmer als... Ja, ja, ich weiß, du bist angepisst. Bin ich ja aber auch langsam, ey. Das ist wirklich ein bisschen schwerfällig gemacht. So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Ja, die zickt den aber halt auch immer an, gell? Ja gut, er ist halt auch ein bisschen, naja. Oder was soll man? Kletter hoch. Ja gut, kann man aber auch irgendwo verstehen, gell? Wenn du von jetzt auf gleich alles verlierst, gell? Und dich dann noch um ein Kind kümmern musst, was irgendeine Krankheit hat, wovon du nicht weißt, was es ist. Ah, das Licht! Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amelia, was machst du da? Tut mir leid, Hugo. Lebt doch noch! Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Ich muss erst mal gucken, ob... Armes Schweinchen. Armes Schweinchen. Armes Pferdchen. Der hat sich aber schnell beruhigt, gell? Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Levita extractam sic. Das ist Latein. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Hier, eine alchemische Ver- Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü zu dingsenbumsen. So, es ist... Nein! Wir sitzen fest! Nein! Das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja! Die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Nein. Wir müssen aber gucken, ob wir alles haben. Haben wir alles. Jo. Sieht so aus. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen wir die Flamme nicht ins Gesicht. Du zuerst. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Die Paar. Kommt, hier entlang. Ja, gewiss. Los, komm. Lass mich.
Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Waffe! Lukas ist auf! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeuer! Nein, scheiße! Ach, weil das da oben dunkel war und da kam die ja zurück. Scheiße, das hab ich nicht aufgepasst. Scheiße, Mann! Hey, so ging denn das jetzt nicht? Ach so, mit der Schleue, jetzt sehe ich es gerade. Sehr schön, sehr schön. Die Beute der Raben, Kapitel 5. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Thank you.
Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Folge dem Aquädukt. Und das würde ich meinen, machen wir nächste Folge dann. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao. Ciao.